Mit fantastische Tierwesen Grindelwalds Verbrechen tauchen wir einmal mehr in die unglaubliche Welt der Zauberei ein und erfahren auch sehr viel mehr über Grindelwald und Dumbledore. Wir wollen in diesem Video jetzt aber schon mal einen Blick in die Zukunft werfen, auf Fantastische Tierwesen 3. Das funktioniert natürlich nicht ohne heftige Spoiler zu den ersten beiden Teilen, deswegen kommt hier die ausdrückliche Warnung. Habt ihr beide Filme noch nicht gesehen, dann nehmt euch ab jetzt lieber in Acht oder schaut ein anderes Video. Für mehr coolen Content abonniert uns doch einfach und aktiviert die Glocke. Die Zukunft der Reihe. Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, ist als fünfteilige Reihe angelegt. Es begann alles im Jahr 1926 und soll im Jahr 1945 enden, also zu dem Zeitpunkt, als es zum großen Kampf zwischen Dumbledore und Grindelwald kam und letzterer besiegt wurde. Gellert Grindelwald steht auch im Zentrum dieser Reihe. Einst verband ihn eine tiefe Freundschaft zu Dumbledore, doch Grindelwalds Ideen für die Welt wurden mit der Zeit immer düsterer. Er wollte eine Gesellschaft erschaffen, in der die Zauberer über allem stehen. Harry Potter-Autorin J.K. Rowling wollte mit der Figur des Grindelwald auf Hitler und den Aufstieg der Nazis anspielen. Eine Tatsache, die nun auch in den fantastischen Tierwesen-Filmen immer deutlicher wird, werden diese jetzt auch zunehmend politischer und düsterer. Die kommenden drei Filme könnten, gerade auch in Anbetracht der Tatsache, dass wir uns im Europa der Vorkriegszeit befinden, historische Geschehnisse mit denen aus der Zauberwelt verbinden. Es wurde bereits verkündet, dass jeder Film in einer neuen Stadt spielen wird und vielleicht durchstreifen wir so die europäischen Hauptstädte. Von New York ging es ja jetzt erst einmal nach Paris. Dass Berlin und London in den folgenden Filmen als Schauplätze fungieren, ist daher durchaus möglich. England wird sowieso Handlungsort bleiben, da wir in den kommenden Teilen auch weiterhin die Zauberschule Hogwarts besuchen werden. Kommen wir jetzt jedoch vom Offensichtlichen zu den Dingen, die wir aus Fantastische Tierwesen 2 gelernt haben. Ein neuer Dumbledore. Die größte Überraschung ist, dass wir erfahren, wer Credence Barebone wirklich ist. Ursprünglich sind wir alle davon ausgegangen, dass der Obscurial Credence mit der Familie Lestrange verwandt ist. Das konnte man an einer Zeichnung im ersten Trailer zu Teil 2 erkennen. Doch jetzt platzt die Bombe. Credence ist ein Bruder von Dumbledore, Aurelius Dumbledore. Grindelwald verrät dies dem jungen Credence. Doch was bedeutet das? Lügt Grindelwald Credence am Ende nur an, um ihn hinter Albus herzujagen? Gehen wir mal davon aus, dass es wirklich stimmt. Dann hat Albus Dumbledore jetzt einen weiteren Bruder. Wir kannten bisher nur seinen Bruder Aberforth und seine Schwester Ariana. Nun gibt es also noch Aurelius. Schon jetzt gibt es verschiedene Theorien, was es mit diesem verschollenen Bruder auf sich haben könnte. Viele gehen davon aus, dass Percival Dumbledore vor Kendra noch eine andere Frau gehabt haben könnte, mit der er Credence gezeugt hat. Wieder andere schlussfolgern, dass er möglicherweise der uneheliche Sohn von Dumbledores Tante Honoria sein könnte. Im ersten Fantastische Tierwesen-Teil erfahren wir von Credence nur, dass er von Mary Lou Barebone aufgezogen wurde, die einmal diesen Satz fallen lässt. Your mother was a wicked, unnatural woman. Die Frage, wer nun wirklich Credence Mutter ist, könnte im dritten Teil eine wichtige Rolle spielen. Sobald auch Albus von seinem verschollenen Bruder erfährt, könnte die ganze Geschichte der Dumbledore-Familie neu aufgeschlüsselt werden und noch so einige dunkle Geheimnisse offenbaren. Eine dritte, sehr interessante Theorie geht sogar davon aus, dass Credence in einer engen Verbindung mit der toten Ariana steht. Beide sind Obscurials. Als Ariana starb, ist ihr Obscurus in Credence gefahren. Möglicherweise ist somit ein Teil von ihrer Seele nun auch in Credence und das könnte zu einer Familienvereinigung der ganz besonderen Art führen. Die Frage, wer Aurelius Dumbledore wirklich ist, wird uns im dritten Teil definitiv noch sehr beschäftigen. Zumal Credence jetzt selbst einen Grund hat, erfahren zu wollen, warum seine Familie ihn einst verstoßen hat. I trusted you.
der Blutpakt. Neben Aurelius Dumbledore wird aber auch Albus Dumbledore weiterhin eine wichtige Rolle spielen. In Fantastische Tierwesen Grindelwalds Verbrechen erfahren wir nun auch, dass die einstige Freundschaft zwischen Dumbledore und Grindelwald durch einen Blutpakt besiegelt wurde. Sie können einander nicht verletzen, so der Schwur. Wir sagen Schwur, weil wir davon ausgehen, dass dieser Blutpakt einem unbrechbaren Schwur gleichen könnte. Im Mittelpunkt des Paktes steht dieses Amulett Grindelwalds, das es mittlerweile auch als Merchandise-Artikel zu kaufen gibt. Auf dem Amulett sind auch die Buchstaben D und G als die Initialen der beiden Freunde zu sehen. Dieses Amulett gelangt am Ende von Teil 2 in Newts Hände und er übergibt es Albus mit der Frage, ob er es zerstören kann. Der meint daraufhin nur noch nicht. Mit diesem Blutpakt ist es Dumbledore unmöglich, gegen Grindelwald zu kämpfen, weswegen es von größter Bedeutung in den kommenden Filmen sein wird, den Pakt zu brechen. Sprich, das Amulett muss zerstört werden, damit es am Ende zum Kampf Dumbledore gegen Grindelwald kommen kann. Natürlich wird der alles versuchen, um Dumbledore an der Zerstörung zu hindern. Newt und Dumbledore werden also ab jetzt mit Sicherheit alles daran setzen, einen Weg zu finden, das Amulett zu zerstören, um Grindelwald aufhalten zu können. Settle down now, please. Won't be long. Was haltet ihr von den Offenbarungen aus Teil 2? Wie wird sich Credence neue Herkunft auf den weiteren Verlauf der Filme auswirken? Schreibt es uns in die Kommentare. Für mehr schaut euch diese Videos an.